habe ich einen Hunger. Alter, guck mal, da liegt Brot. Lieber Hänsel und Gretel. Dann noch eins. Oh oh. Tale of Tales ist eine Zwei-Mann-Spieleschmiede, die uns mit Titeln wie The Graveyard oder Beyond Toll E.T. überraschte. Also zwei Mann im Chefsessel und ein halbes Dutzend Gehilfe. Kein Kampf, kein Puzzle, einfach nur Story. Und so fand Tale of Tales seine kleine Nische mit seinen animierten Kurzabenteuern. Ihr neuester Titel Sunset hat sich gerade auf Kickstarter vollkommen finanziert. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. In Sunset steuert ihr eine Haushälterin, die eine Stunde vor Sonnenaufgang das Apartment des Mannes hegt und pflegt, der sich gegen den herrschenden Tyrann auflehnt. Angela Byrne, so der Name eures Charakters, darf dazu noch die futuristischen Gadgets der 70er Jahre ausprobieren. Ein Kriegsspiel, in dem man mal nicht den Helden spielt, sondern einen der unzähligen Nebendarsteller und Verlierer des Krieges. Ach, Überraschung. Wie ihr mit dem Rebellen interagiert, bleibt übrigens euch selbst überlassen. Ab dem 1. nächsten Jahres dürft ihr euch dann durch die Revolution putzen und schrubben. Ist das nicht schön? Was ist euer Lieblings-Antikriegsspiel? So, League of Legends hat eine große Politur bekommen. Vielleicht ist Angela Burns bereits über die Schmutzplätze gegangen, die Twitch und Zack hinterlassen haben. Was auch dringend nötig war. Das beliebteste MOBA ist mittlerweile fast 5 Jahre alt, ebenso die alte Hauptarena. Die Kluft der Beschwörer, so heißt die Hauptmap für die 5 gegen 5 Kämpfe, hat ein richtig schickes Update erhalten und sieht besser aus denn je. Die Creeps sehen ebenfalls fantastisch aus. Selbst Baron Nashor hat sich in feinste Schale geschmissen und der Drache freut sich auf ein kurzes Intermezzo mit euch. Dazu gibt es neue Skins, einen neuen Patch, der zum Beispiel LeBlanc und Lucien ein bisschen abschwächt und Nidalee wird endlich mal gebalanced. Was ist denn eigentlich euer Lieblings-LOL-Champ? Per Anhalter durch die Galaxis. Kanada. Erstmal durch Kanada. Der Hitchcock, Hitchbot ist ein kleiner Roboter, der gerade durch den friedlichen Staat tuckert per Anhalter. Der Fahrer wird vom Robo-Rider unterhalten mit zahllosen Wikipedia-Einträgen und berichtet über die sozialen Netzwerke von seinen Erlebnissen. Dabei bittet er den Fahrer um Strom, den er über den Zigarettenanzünder kriegt. Am Ende der Fahrt fragt der Computerkumpel freundlich, ob er wieder aufgestellt werden kann und winkt mit seinem beweglichen Robearm nach dem nächsten Fahrbahnuntersatz. Also wir wünschen dem kleinen Blecheimer aus Toronto viel Glück und erzähl uns was von deiner Reise. Würdet ihr den Roboter mitnehmen und über welche Themen würdet ihr mit ihm reden wollen? Globale Erkältung. Zieh dir einen Schal an, Erde. Ich dachte, Roboter ist nicht kalt. Von schicken Robo-Bros zu schicken Kleidern, wo Haute Couture zu Haute Couture wird. Aber das gibt's doch schon, ne? Haute Couture. Haute Couture. Expos ist eine datengesteuerte Skulptur zum Anziehen. Sieht für uns aus wie ein Hartplastikpanzer. Das Besondere dabei ist, je mehr wir von unseren Daten mittels Smartphone preisgeben, desto durchsichtiger wird das ganze Konstrukt. Die Erfinderin und Miterbauerin Judy Chen erläutert den genauen Aufbau auf ihrer Seite. Sehr gut, um die mangelnde Netzsicherheit darzustellen, aber richtig geil wäre das als tragbare Rüstung für Lasertag, die sich langsam erneuert, wenn man nicht unter Feuer steht. Ja, aber Netzsicherheit in doppelter Darstellung. Glaubt ihr eigentlich, dass ihr im Internet genug geschützt seid? Wenn nicht, zieht euch ein Kondom über und tippt uns etwas in die Kommentare. Nightmare Before Christmas, Beetlejuice, Batman. Tim Burton hat eine ganze Menge abgedrehter Filme gemacht. Ein kleines Schmuckstück aus dem Jahr 1982 ist jetzt aufgetaucht. Die Hänsel- und Gretel-Version Burtons. Die Geschichte um das Geschwisterpärchen kennt ihr ja. Allerdings sind ein paar Dinge anders. Wie nicht anders zu erwarten. Ja, statt einer Hexe habt ihr dann den Lebkuchenmann, der den Kindern mit Zuckerschuriken und einem Nunchaku aus Süßstoff den Garaus machen möchte. Spaß und Diabetes für die ganze Familie. Für Fans des abgedrehten Regisseurs ein absolutes Muss. Was ist denn eigentlich euer liebster Tim Burton Film? Also meiner ist es Winnie Todd. Ist es Winnie Todd. Mein ist The Nightmare Before the Christmas. Oh, schön. Are you ready? Yeah, I am. Oh, yeah. Das war Tix Carnivore, heute war mit Trojan. Ja, Tix Carnivore, zweites auf einer Couch. Diese Couch ist rot, für die, die es noch nicht wussten. Ich mein, man sieht es ja. Ja, da unten geht's.
Yeah.